Endlich ist es soweit, der Trailer, auf den wir alle ganz lange schon gewartet haben. Ich würde sagen, ich drücke auf Play und wir gucken uns das Ganze erstmal zusammen an. Show you that I'm real. I do the work, turn your turf to a battlefield. Click, clack. Click, clack. Jawohl. So. Das war der Trailer für Train Symbolt 3. Es ist endlich angekündigt. Train Symbolt 3 wird bald veröffentlicht. Ich würde sagen, ich mache mal hier den Ton aus. Und da sehen wir schon das Gefährt, das mich am meisten interessiert, der ICE-1, Baureihe 401. Gucken wir uns das Ganze nochmal von vorne an und gehen das Ganze mal mehr oder weniger Bild für Bild durch, zumindest bei den relevanten Bildern. So, wir starten hier im Dunkeln mit dem ICE. Ja, da haben wir schon so ein paar interessante Lichteffekte gerade gesehen. Das ist auch, glaube ich, der ICE. Wir sehen hier Regen, der hier anscheinend... Ja, sehr gut simuliert. Auf jeden Fall am Fahrzeug hinabfließt. So, da sehen wir schon so ein bisschen in den Führerstand des ICEs. Ich muss mal einmal kurz mein Handy leise machen. So, Führerstand des ICEs. Können wir schon mal so ein bisschen reingucken. Wir sehen auch, die Effekte hier auf der Windschutzscheibe sind auf jeden Fall deutlich besser als bisher im TSV 2. So, hier sehen wir, wie die Lichter angehen. Also auch das sieht auf jeden Fall schon bisher sehr, sehr beeindruckend aus, meiner Meinung nach. So, und dann seht ihr das hier? Wir haben Blitze. Wir haben endlich gescheites Wetter. Also wirklich richtig gutes Wetter in diesem Sinne. Wir haben ein überarbeitetes Wettersystem. Das finde ich ganz, ganz toll. Ganz großartig. Achso, die Strecke natürlich Kassel-Würzburg habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Über 100 Kilometer, die längste Strecke im TSW Mitte zugeliefert wird. Der ICE-1 Baureihe 403 als neues Fahrzeug, der ICE-3 Baureihe 403, die 185-2 in der Lackierung der Deutschen Bahn, Habinswagen LAAIRS und SGGMRSS-Wagen sowie KIJLS-Wagen, die sind nämlich neu. Die können wir uns einmal hier ganz kurz angucken, habe ich hier als, ich habe bei der Deutschen Bahn gesucht, so sehen die aus. So ein paar technische Daten, also endlich mal neue Wagen. Gehen wir mal wieder hier in den Trailer rein. So, da haben wir schon so ein bisschen was gesehen. Na? Na, so ein bisschen epileptisch wird man hier. Genau, also was wir hier sehen können, diese Effekte, wenn man praktisch aus dem Tunnel rauskommt, dass das Ganze hier so hineinblendet und dass man sich erst mit den Augen kurz gewöhnen muss. Dann haben wir hier die zweite Strecke. Eine amerikanische Strecke, der sogenannte Quijón Pass oder Quijón, bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, zusammen mit der ES44C4 und der SD40-2, beide in der BNSF-Lackierung. Ja, interessiert mich nur so am Rande, aber das ist das Fahrzeug, das mich am meisten interessiert. So, wir sehen hier, wie der ICE einmal lang braust, also ganz, ganz schön gemacht. Die Strecke ist voller Viadukte und Tunnel. Das muss man. Es ist halt eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Das wird auf jeden Fall ganz, ganz interessant werden. Da sehen wir hier meinen Lieblingswagen, den ICE-1, das Bordrestaurant mit diesem erhöhten Dach. Da kann man immer den ICE-1 sehr, sehr gut dran erkennen. Und guckt euch mal dieses Viadukt an, das ist der Wahnsinn, oder? So, auch hier. Was ich hier ganz interessant finde, wie schön landschaftlich das Ganze ausgestaltet ist, wirklich in der Ferne, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der TGW-Strecke, mit der LGW Mediterranee, das ist schon ein riesiger Unterschied, oder?
auch hier die Straßen, da sind auch Autos, die ganzen Feldwege, die Bäume, das Ganze sieht sehr, sehr detailliert aus. Und ich denke schon, dass das in diesem Sinne durchaus in-game auch vorhanden ist, dass es nicht nur für den Trailer so ist, sondern auch in-game auch so dann aussehen wird. Ja, sieht auf jeden Fall äußerst beeindruckend aus. Auch hier wirklich, wie der ICE an uns vorbeibraust. Ganz, ganz herrlich, wie das aussieht, oder? Da kann man doch nur staunen. Endlich der ICE1. Den haben sich viele schon sehr, sehr lange gewünscht. Mike Goltz hatte übrigens auch dran gearbeitet am ICE1. Er hatte wieder seine Finger da im Spiel, also Mike Goltz von Trains in Germany. Also weiß man, das Fahrzeug wird gut. Hier sehen wir dann die Class 395 aus der Strecke Southeastern High Speed, die es schon im TSW gab. Die Strecke wird erweitert um einen Streckenast, nämlich nach Dartford, sodass die Strecke jetzt insgesamt 143 Kilometer lang ist und damit auch eine extremst lange Strecke wird. Kassel-Würzburg sind 186 Kilometer. So, hier in dieser Trainbow-Lackierung übrigens auch mal wieder zu sehen, die ist ganz hübsch. Hier einmal ganz kurz in den Führerstand hineingelünkert, TVM und so, das kennen wir jetzt alles, das ist nichts Neues in diesem Sinne. So, ja, hier sehen wir auf jeden Fall interessante Lichteffekte, auch hier wieder bei schlechterem Wetter, wie das hier so am Wagen abprallt, am Wagenkasten. Hier braust der Zug an uns vorbei, ja. Hier einmal der ICE. Ja, die Nachtbeleuchtung scheint sich auf jeden Fall ein bisschen verändert zu haben. Das sieht jetzt meiner Meinung nach schon deutlich schöner aus. So, hier auch wirklich durch Wind und Wetter durch. Was auch ganz interessant ist, sind diese neuen Schneeeffekte und vor allen Dingen, dass sich auch der Schnee aufstapeln kann, dass das nicht mehr nur eine reine Textur ist, sondern dass auch tatsächlich der Schnee sich aufstapelt. So, ja, hat was. Wie gesagt, amerikanische Strecke nicht ganz meins, aber auf jeden Fall interessant. Und ja, hier haben wir nochmal die drei Fahrzeuge, um die es hauptsächlich gehen wird. Natürlich ganz groß im Fokus der ICE1. Ich sag's nochmal, 146 Kilometer Strecke zwischen Kassel und Würzburg mit Halt in Fulda. Die Baureihe 401 wird mitgeliefert, die Baureihe 403, die Baureihe 185.2. Wir haben einen neuen Typen an Güterwagen. Die 146.2 und Dostos sowie der Talent 2 werden ebenfalls mit dabei sein, allerdings nur als KI-Verkehr. Und nicht spielbar, zumal auf dieser Strecke eben keine Regionalexpresse oder sowas unterwegs sind auf dem Streckenabschnitt. Insofern, da ist halt wirklich nur Hochgeschwindigkeit und Güterzüge sind da, sehr viele Güterzüge sind da auch unterwegs. Dann haben wir die andere Strecke aus den USA, Cajon Pass von Barstow nach San Bernardino, über 136 Kilometer. Haben wir da mit zwei Loks, die mitgeliefert werden, erstmalig in BNSF-Lackierung. Wir haben Southeastern High Speed von London St. Pancras nach Ashford International und Faversham. Das Ganze mit 143 Kilometer, auch eine sehr lange Strecke. Wir haben da mehrere Fahrzeuge, die mitgeliefert werden. Die BR Class 395, 375-9, 465-9, die Class 66, die kennen wir auch schon. Und die MFA und die JNA Güterwagen, die mitgeliefert werden. TSW 3 wird unter anderem dynamisches Wetter haben. Dynamisches Wetter, das sich verändert im Laufe der Fahrt. Wir haben neue visuelle Effekte wie Schnee, Blitze, volumetrische Wolken und Regen. Das Wetter selbst wird tatsächlich einen richtigen Einfluss haben auf die Fahrweise. Unter anderem ist es bei Kassel-Würzburg so, dass bei sehr starkem Wind die LZB automatisch die Züge ein wenig langsamer fahren lässt. Und das ist hier simuliert. Also wenn wir starken Wind haben, müssen wir halt tatsächlich langsamer fahren, weil uns das die LZB so vorgibt. Das ist damit drin. Die Passagiere werden ihre Kleidung wechseln, je nach Wetterbedingungen. Regenschirme haben wir schon im Teaser gesehen, wird es geben. Und. Also ein rundum, meiner Meinung nach, gelungenes Paket für den TSW 3. Und am 6. September wird der TSW 3 dann erscheinen. So viel dazu. Ja, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall begeistert. Lasst mich gerne wissen, was ihr so davon haltet. Und ja, das wäre es dann erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.